Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Mein Stuhl wird jetzt ein bisschen knarzen oder so oder was auch immer. Auf jeden Fall musste ich mich mal gemütlich hinsetzen. Ja, ich würde sagen, erst gehen wir in die Kaserne, wo uns gestern unser Major Max Prototype verstorben ist. In Operation Geheimer Wind. 23 Kills, 15 Einsätze. Das musste kommen. Ich habe beschlossen, die... soweit ich weiß, sind ein Team, ein Einsatzteam mit 4 Einheiten ist ein Squad. Soweit ich weiß, ich kann mich auch irren, ihr dürft mich gerne korrigieren. Und dieses Psychopathen-Squad, also ich, Max, Nico, Sebastian und halt der verstorbene Max, werde ich nicht neu erschaffen. Einfach nur, was das Psychopathen-Squad ist, und das muss ich in Ehren halten. Und wenn einer von uns geht, dann geht halt von uns, dann kann ich nichts für, ist wie auf dem Kanal. Hi, noch irgendwo. Keine Frau, keine Frau. Das ist Nico. Mhm. Und was? Tarek Suleiman. Auch wir haben Sturm. Ach, der ist sogar. Das ist ja schön, dass ich den hier so hab. Man kann ja das Geschlecht ändern, ne? Vielleicht kennt ihn ja irgendjemand. Ich bin mir sicher, irgendjemand wird den kennen. So, mach ich das einfach mal. So, vielleicht kennt jemand den Kema Katsuragi. Ich habe gestern und vorgestern mit verbracht, meine restlichen 100 Kapitel von dem Manga zu lesen, die mir noch übrig waren. Ja, ich habe an 2 Tagen 100 Kapitel gelesen, ungefähr. Ich kann mich nicht erinnern, dass er... So, passt schon besser. Wenigstens die Ethnie sollte stimmen. Wir waffen uns das im Skelettanzug. Eine leichte Plasmapistole. Und ein Scope. Ja, Scope ist, glaube ich, besser derzeit. Schwer, Scharfschütze, Sturm. Sturm. Kema und Ryoko. Ob das wirklich ein Team, ob es wirklich ein so gutes Team ist, ich weiß ja nicht. Da würde ich tendieren, die hier noch ein klein wenig umzuwenden, aber nein, da wir Ryoko-chan schon so lange haben, werde ich das glaube ich nicht tun. In der Forschung können wir gerade nichts tun, ne, sind wir noch bei schweren Plasmawerfer. Denn scannen wir noch mal ein wenig. Ganz ehrlich, ich fühle mich total verarscht. Und zwar ordentlich. Kommander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Kein Problem, da haben die 3, die haben dann 4. Aber hier wäre es ein Problem, deshalb müssen wir das machen. Captain Katsuragi ist okay. So, ja stimmt, so habe ich ihn genannt, stimmt. Aha, Okami-san, Tiger-chan, ich selbst, Niklas, Moment, der hat noch keinen Skelettanzug. Aha, ich habe einen, sieht auch nicht so aus, als ob du einen Skelettanzug hättest. Ha, viel besser. Du hast auch einen Skelettanzug, das passt mir doch. Ach ja, so ist das doch gut. Okay. Das ist scheiße, wie ich hier total heraussteche mit meiner total normalen Standard-Kack-Waffe. Wir haben ja niemanden. Du hast eine Zielsicherheit von 82.
85. Daher kriegst du das Scope und du kriegst einen Pulsbogen. So. Starten wir den Einsatz. Oh. Ich habe schon bestimmt 5 Minuten eurer Zeit verschwendet. Wie immer. Transporter ist eingetroffen. Ja. Beginne den Angriff. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Okay. Pistolen geht nie in die Munition aus, habe ich gerade gelesen. Das ist wirklich sehr interessant und geil, das zu wissen. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Das war ja Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Eine Bar. Moment. Also so wirklich groß ist das ja jetzt gerade nicht. Zumindest erscheint es nicht wirklich groß. Ist es auch nicht. Ich denke, so wird es okay sein. Du bist Yoko-chan. Du gehst dahin. Niemand drin. Okay, noch ein bisschen näher dran. Ach, näher geht gar nicht. Geh mal dahin. Du gehst dann dahin. Feinde gesichtet. Sehr defensiv wollte ich sagen, aber nein. Es musste ja so kommen. Es musste ja unbedingt so kommen. Mensch. Also immer meine Sniper so in Gefahr bringen. Ne? Ah, du bist hier Katsurai, dein erster Einsatz. Ich würde vorschlagen, dass du nicht dass du den nicht direkt in die Hände läufst. Ja, kann auch nichts weitermachen. Da ist niemand drin, zum Glück. Und sie hat keinen Feldposten. Das gefällt mir auch nicht. Kann ich auch nicht mehr einsetzen. Schön. Wir haben noch Jumpy. Du gehst da hinten hin. Wenn schon sonst niemand da hin kann. Und es dürfen auch nicht zwei zu nah beieinander stehen, sonst können beide mit einer Granate getroffen werden. Das wäre scheiße. Sturm und Schuss erstmal. Feuer und Bewegung, Feuer und Bewegung. Ja. Volle Deckung, das ist gut so. Wenn das Auto sofort explodiert, so ein Scheiß. Da bin ich auch noch flankiert. Die Mutants sind gefährlicher. 62, 52. Die kannst du instant down machen, also mach. Ist ja wenigstens nicht mehr so extrem flankiert. Ich habe die Befürchtung, dass ihm das nicht viel nützen wird. Bin unter Beschuss. Ja, und die Mutants können zum Glück nicht zielen. Haben wir ja schon leichte Plasmagewehre oder Plasmagewehre? Das frage ich mich gerade wirklich. Die haben jetzt einfach nur Position getauscht. Ja, toll. Du siehst zwar immer 55 und 55. Ist eigentlich egal wen. Komm. Mach. Nützt zwar nicht viel, aber. Na also. Aisaka-chan sieht niemanden. Du siehst aber zwei. Einmal 55 und einmal 55. Das wird schon was kommen. Hab Vertrauen in dich.
Scheiße. Nur wegen der scheiß Deckung. Dabei sah es so aus, als ob die flankiert worden sind. Boston. Isaac-chan sieht auch kein Feldposten. Ich sehe leider auch niemanden. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Daher gebe ich einen weiteren Feldposten. Oh, du siehst noch so einiges halt. Aber du gehst jetzt mal. Fuck! Blitzschnelle Reflexe. Ach ja. Ah, zum Glück. All diese blitzschnellen Reflexe. Ja, voll der Cheater hier wieder. Voll der Hacker. Wenn ich jetzt feuer, habe ich 55%ige Chance. Wenn ich Ausräuchern drücke, 85. Na komm. Du musst dich nicht verstecken. Zwar nur 2 Schaden, aber wenigstens aus der Deckung raus da. Der ging mir nämlich da ziemlich auf den Sack, wo er gerade war. Auch wieder voll gecheatet, der Spann. Dass er auch voll treffen musste, ne? Ja, geht doch. Und schön reingedonnert. So muss das. Komm, komm, mach ihn tot, mach ihn tot. Das sieht doch wie ein Treffer aus. Kill bestätigt. Nice. Jawohl, Isaac-chan, komm, komm. Tiger-chan, Tiger-chan. Ah, so fucking close. Hätte ja passen können, aber leider nein. Okami-san sieht niemanden. Okay, ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den Mutant da. 55. 62, ich glaube, ich kümmere mich doch eher um dich. Oh, tschüss. So, damit können wir jetzt den Mutant flankieren, falls nichts dazwischen kommt. Oder wir machen dich einfach direkt fertig. Wir machen die einfach direkt fertig. Das tut es natürlich auch. Feldboss. Ich dachte schon, ich müsste nachladen, aber nein, muss ich zum Glück ja nicht. Du gehst auswählen. Feind in Sicht. Schon wieder Schweber. Daneben, das war ja so klar. Scheiße. Einer ist da und der andere, wo ist der andere? Ich hab die anderen aus den Augen verloren, das ist nicht gut. Isaac-chan, du siehst noch nichts. Daher gehst du dahin. Und in Deckung. Ich glaube, Sturm und Schuss muss da wohl hin. Dem kann wohl nicht geholfen werden. Na, was taucht hier noch auf? 2 sind sie. Wo ist der andere? Ach, der ist... Lol. Moment. Die haben sich da an einer Stelle gleichzeitig hingebackt. Ja, das hätte man mir auch früher sagen können. Macht eigentlich keinen Unterschied, daher einfach weg. Hauptsache die Gefahr ist gebannt. Da sind auch noch welche. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Aber sie verhalten sich zum Glück ruhig. 55 und 75, komm. Mach weg. Und einfach mal 2 Häuserwände zerstört. Jawohl. Wie von Yoko-san erwartet. Da kann man... Das muss einfach so gehen. Ach komm, mach weg. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Na, das wird schon was, oder?
Oder auch nicht. Da war halt die Wand dazwischen. Ah ja, unsere Zundere, die machen hier alle. Sie alle sind. Sie haben ein. Wie kann man das ausdrücken? Sie wissen, wie man Sachen zerstören kann, sag ich einfach mal. Bevor da noch mehr Überraschungen kommen. Aber ich glaube, ich habe gegen die Wand geworfen. Ah, gegen das Auto, toll. Haben jetzt voll was. Hey! Ah, wir hatten das Problem schon mal, aber es hat sich diesmal von allein gelöst. Zum Glück. Ja, du siehst einen, das ist schön. Und sogar 83%. Ja, das wird doch was, oder? Oh, jawohl. Tschüss. Weil sie eigentlich nicht in zu große Gefahr begeben. Daher. Wir wollen doch nicht, dass der Gott der Eroberung so einfach stirbt, ne? Ich kann das doch meinem Kema nicht zulassen. Verlagern den Angriff! Du siehst den? Nein? Du. Wo ist der? Der ist da oben drauf. Müsstest du ihn ja sehen? Ja. Komm, mach ihn weg. Daneben. Es war mir irgendwie klar, aber trotzdem. Ich sehe ihn nicht, aber Sebastian sieht ihn. Ah ne, das ist Isaac. Tiger John. Okay, ja, Sebastian sieht ihn und 65. Komm, mach ihn weg. So. Ich denke, das ist eine sehr gute Position von hier aus. Ja, 86. Das ist nicht gut. Ja, du bist nicht gut, Junge, weißt? Bist du total der No-Pro. Total der Noobie-Noob. Aber nicht, war ja nichts anderes zu erwarten von Niklas. Hoffentlich ist es der letzte. X-Ray neutralisiert. Alle Missionsziele erreicht. Ich bitte euch, das soll sehr schwer gewesen sein, nur weil da 3 Mutes mit einem leichten Plasmagewehr waren. Ich meine, die waren mit einem leichten Plasmagewehr, ne? Ich habe so das Bedürfnis, langsam mal wir sind nicht so oft auf erhöhten Positionen, ne? Na, schon wegen der Verteidigung. Machen wir dazu. Ich will nicht, dass irgendjemand hier wegstirbt, erneut. Ja, da soll durcheinander errichtet bei Deckungsfeuer ein und Flächenangriffen zusätzlichen Schaden an, basierend auf der Technikstufe der Waffe. Das ist doch gut. Das nehmen wir. So. Okay, damit hätten wir es erstmal. 2 Minuten sogar nur. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Okay, was haben wir noch in Forschung? Schwerer Laser Plasmakanone, okay. Wir brauchen unbedingt das Geld. Allein schon für eine Plasma-Sniper und eine Menge Plasma-Gewehre. Hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt. Jetzt nur einen schweren Plasma-Werfer bauen, sondern auch hier einen anpassen, den unsere Säule. Die kann man, glaube ich, gar nicht erbeuten. Ich bin mir nicht sicher. Schwere Plasma-Werfer zur Erschöpfung für Projekt. Schiff, Plasma in der Gießerei verfügbar. Oh, das ist aber schön. Dann werde ich das Schiff nicht benutzen.
Plasmapistole, schwere Laser, Plasmakanone, Legierungskanone. Jetzt können wir uns mal dem Außenwelt-Splitter widmen. Jetzt habe ich nichts dagegen. Moment, wie viel kostet eigentlich so ein Plasmagewehr? Pulsbogen, Plasmagewehr. 162, davon brauchen wir 4 Stück. Das wären dann 400, 520, 640, 648 und dazu noch, nicht 648, sondern nur 3 mal, das heißt dann 300, 420, 480, 486, 686, 688, 708 Crit brauchen wir. Ich glaube, der schwere Plasmawerfer auch noch, ne? Wie viel kostet der? Schwerer Plasmawerfer. Auch 220. Der hat jetzt erstmal Priorität. Den werde ich mir zuerst holen. Plasmagewehre können wir ja danach sehen. Erstmal brauchen wir ja. Das X markiert die Stelle. Gucken wir uns diese Cutscene an. Ich hätte eigentlich die Part schon lang beenden müssen, aber scheiß drauf. Also gut. Leitstelle? Werden diese Koordinaten überwacht? Aufklärungssatellit Delta 2 kommt gerade in Sicht. Jetzt, Sir. Auf dem Monitor. Nichts. Nein. Das ist unmöglich. Ich weiß, dass da was ist. Thermische Sicht. Hallo. Den Untergrund bitte. Na bitte. Kontaktieren Sie alle verfügbaren Boden. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Gebäude wohl finden werden. Sich vorzustellen, was die da machen. Ich glaube, das finden wir noch früh genug heraus. Okay, gefunden. Wie kommen wir rein? Auf die Frage habe ich gewartet. Ja, das ist jetzt das... Jetzt sind wir in der Story vorangeschritten. Die Methoden zur Erschaffung dieser Kristalle. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Wir könnten Jahre damit verbringen, das zu untersuchen. Ja. Den Schlüssel müssen wir jetzt herstellen. Legierungskanonisch, Plasmakanonisch, Laser, Plasma. Ich werde am liebsten darauf jetzt sparen, aber einfach nur, weil wir es können. Ich kann mir vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage tun könnten. Aber bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, sage ich, bis zum nächsten Mal, euer Justin.